Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, na, ja, und jetzt ich weiß ein paar Sachen natürlich, die noch interessant wären, wo ich sage, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass man da jetzt einfach so Auswertung hat, zum Beispiel von den gegnerischen Teams ein bisschen, oder? Dass man zum Beispiel sieht, wer hat da jetzt einen Stopp, wer hat zwei Stopp-Strategie gehabt. Mhm. Ja. Ohne, dass man selber Videoanalyse machen muss von 2 Stunden Aufzeichnung. Na, aber hat mir sehr gut gefallen. Also bin selbst überrascht, dass man das 2 Stunden lang so durchkommentieren so kann. So durchhalten? Ja, wirklich. Also fast Echtzeit, also wenig ja, vorgespult. Bisschen vorgespult und dann ging es schon los mit XDQM-Hose. Ja. Ja, der ist 12. geworden übrigens. Ich weiß nicht, ob man hier das Rennergebnis sieht. Ich kommentiere es vielleicht kurz. Ja, bitte. Der erste ist der Dagomet vor Dedessos, Scarabeus, Mr. Alucard, The Wesker und Aginda Cake. Ja, und der Lucky Loser ist der Tom mit auf der 7. Interessanten Detail am Rande, dass ich auch der Letzte bin, der nicht überrundet worden ist. Ja. Hinter mir nur mal Überrundungen. Genau, dann geht's weiter mit der Tigermaus, White Gamer, der sein Ferrari nicht auf Touren gebracht hat, eigentlich im Rennen. War zwischendrin einmal, glaube ich, aber das heißt, Tigermaus hat den Wildgamer, glaube ich, noch überholt, oder? Am Schluss. Der ja, war recht hinter mir kurz. Ja. Ja. Dann Juventus FC auf dem 10. Platz. Der QLP XDQM-Hose auf Platz 12. Überraschend. Der Mann, den wir die ganze Zeit im Blick hatten. Combo Craft, Manfred der Indianer, Ben Firestorm, Mimblolo auf Platz 15 ist eine ja, gute Leistung. Und der nächste ist auch nicht viel weiter hinten. Peacemaker, ja. Der nächste Lola. Ja, der Rikos und der Simon genau, auf der 18 und der Rest, ja, ausgefallen leider. Platz 19, Classic Gaming Fan, dann Marvin FCN, Uki, der ist auch ausgefallen. Schau an, habe ich gar nicht mitgekriegt. Giftzwerg, den haben wir gesehen. Sörke war das, der genau, der war Mutterschaden, glaube ich. Ja. Und ja, ein Jordan noch ganz hinten. Ja, schade. Wäre viel drinnen gewesen im Rennen. Total. War zwischenzeitlich eigentlich, waren wir auf Platz 1 und 3 gelegen, also mit Potenzial auf diese Plätze. Ja. Da aber kann man insgesamt was aus zufrieden sein, aber. Aber mal ich hasse dieses Bild. Spannendes Rennen auf jeden Fall. Auf jeden also, Fall. Wenn auch für Jordan nicht das Beste, denke ich, zum Zuschauen war es ganz nett. Also ich freue mich schon wirklich auf unser nächstes. Ja, absolut. Werden wir auf jeden Fall wiederholen. Vielleicht nicht das ganz nächste, aber kommt auf jeden Fall wieder eins. Was auch noch spannend ist, ist dann die Fahreranalyse, wo man sehen würde, Aginda Cake hat im ersten Rennen ein F, das heißt ein Fahrfehler, und ja, Scarabeus ein T, einen technischen Defekt. Das sind jetzt in dem Fall beide durchgekommen, im Vergleich ja, zum letzten Mal. Ja, einer auf 3 und einer auf 6. Das ist eh gut. Ja, Jordan. Schön abwechslungsreich. Zweimal Fahrfehler. Da gab es Fahrfehler und technischen Defekt. Das steht ja, Siege ist richtig, wenn du nochmal auf Jordan, das heißt, man sieht auch, an welcher Position du ausgeschieden bist, oder? Ja, genau. Bei dir zum Beispiel oben F auf 1 quasi, ja, das heißt, an erster Stelle ausgeschieden, oder? Zumindest das. Ja. Das bleibt mir. Ist auch was. Prost wird sich ärgern wahrscheinlich. Oh, ja. Gar nicht viel gehabt bis jetzt. Ja. Giftzwerg und XDQM-Hose, der ist immer durchgekommen. Das Simon und der Uki, einen technischen Defekt hat er gehabt. Alles klar. Oh, 2 Fahrerfehler für Marvin F10. Mhm. Und ja, die beiden sind durchgekommen, aber im Lola. Ja, muss ja, man ganz böse sagen, haben gleich viel von der Saison gehabt bisher wie mir, so gesehen. Wenn man sich hier noch die Saison anschaut, die den Weltmeisterschaft stand, ja, da schaut es zappenduster aus für uns noch. Ja, ja. Noch kein Punkt. Noch keine Cola, die wir gekriegt haben. Dagomet, nicht übel, einmal zweiter, einmal erster. Nicht schlecht. Mr. Alucard dahinter, im Benetton. Der Dessos, der Wesker, Scarabeus, erste Punkte, Tigermaus,
diesmal ja auch knapp keine Punkte gemacht. Der Ja. White Gamer ist auch dran. Ja, und der Ginder Cake, der letzte in den Punkten dabei. Na, schon spannend. Das wird schon ziemlich schwer da vorne noch was auszurichten. Ja, Herr Williams, gut dabei. Ja. Mehr als gut dabei. Konstrukteursweltmeisterschaft, Williams ja. Vor Benetton und dann schon ein Loch zu Ferrari. Beide Renault-Motoren noch anzumerken. Wir mit unserer Göpo-Krücke. Wir probieren es. Ja, und die motivierende Zeitung. Vielleicht noch zum Abschluss. Ein eindeutiger Fahrfehler. Und irgendwo auf Seite 15 steht und Tom ist nicht in die Punkte gefahren. Das liest aber keiner mehr. Das liest keiner mehr. Ja, na Tom, es hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat mich viel auch. Spaß gemacht. Ja, und ich bin schon gespannt, mir das selber dann anzuschauen. Vermutlich, werde ich ein paar interessante Sachen entdecken. Ja, das nächste Rennen in Buenos Aires. Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, auf, jetzt muss ich gerade selber schauen. Monte Carlo? Na, da ist es Zeltweg, weil Zeltweg damals ja noch dabei. Ja. Und meine Lieblingsstrecke, zumindest wo ich das erste Mal Formel 1 gespielt habe, Anno DOS. Spa? Na, interessanterweise Suzuka. Oder wie heißt es? In Japan? Na, wie heißt es? Ja. Der war irgendwie vom Gefühl her die anspruchsvollste, aber ich, zumindest in meiner Erinnerung. Die mag ich auch ganz gerne, die Suzuka. Ja. Was mir gar nicht taugt, ist Budapest zum Beispiel. Ja. Das ist so ein Rhythmusbrecher immer wieder drinnen in den Kurven. Das ist nicht meins. Und ich glaube, Italien war meine, die war am langweiligsten. Ja. Erste Vollspeed-Strecke. Ja, mit einer Schikane eigentlich im Prinzip, kannst du sagen. Ja. Das und, war's. Und auch Hockenheimring ist eigentlich relativ leicht. Genau, und ein Teil, wo es die dauernd raushaut. Na fein, hat mich sehr gefreut. Ja, ich muss leider sagen, Interlagos war eigentlich immer eines meiner besten Rennen ja. In der Vergangenheit. Hast du eigentlich sonst auch mit Jordan gespielt? Häufig, ja. Ja. Die, ja, doch sehr häufig. Genau, was haben wir eigentlich, also wenn du jetzt sagst, du hast eh schon ein paar Mal gespielt, was ist jetzt das realistisch erklärte Ziel für diese Saison? Puh, Punkte kriegen. Also das wäre so der Wunsch im Moment. Einfach mal ein paar Punkte einfahren. Ja, einfach mal wieder durchkommen und mal nicht Siebter werden. Okay. realistisch. Mal gewinnen die WM, also, klar, das ist sehr unwahrscheinlich, oder? Vor allem noch so am Start. Ja, also ich glaube, wir sind das viertstärkste Team. So um Platz 7 herum, wenn es gut geht, besser. Bessere Kurse oder schlechtere. Ich bin gespannt, wenn wir das Setup weiterverwenden, was wir heute gehabt haben, ja. Wie das weiterläuft. Weil so schlecht war es eigentlich gar nicht, das Setup. Ja, ja, wie das vielleicht auf anderen Strecken läuft, wie Monte Carlo zum Beispiel, auch eine Einstoppstrategie. Da wird ja auch sehr viel gedrängelt werden und kein Vorbeikommen. Ja. Und auch die Einstoppstrategie war ich eigentlich positiv überrascht. Also das hat gut gepasst. Ja. Ja. Dann bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Und wie ich das Ganze hochladen werde. Ja. Wir werden sehen. Aber uns wird schon was einfallen. Ja. Na passt, dann würde ich sagen, Dankeschön und ja, ich mach's kurz. Verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ja. Macht's tschüss, gut. Ciao. Genau, das darfst du das mal sagen. Tschüss, ciao. Vierter Grund. Baba.